Hallo, ich bin Marlene. Ich gehe in die Klasse G10B der Julia-Trebel-Schule Tonndorf. Heute möchte ich euch ein Projekt vorstellen, an dem meine Klasse und ich während des PGWs-Unterrichts teilnehmen. PGW steht für die Fächer Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Gemeinsam mit der Stiftung My Finance Coach reisen wir einmal rund um die Welt mit einem Mobiltelefon. Bei dem Projekt lernen wir den Lebenszyklus eines Handys kennen. Vom Gewinn der Rohstoffe zum Bau bis hin zum Recyceln, wenn das Handy aus der Mode kommt. Hier seht ihr mich und meine Mitschüler bei den Vorbereitungen für ein Planspiel. Wir schlüpfen in verschiedene Positionen für eine fiktive Handyfirma, der Global Smartphones, und diskutieren im Rahmen eines Planspiels unsere Strategien und Ideen im Plenum. Das Sales Department befasst sich zum Beispiel mit der Frage, wie die Absätze in verschiedenen Märkten gesteigert werden können. Das Management möchte Kosten minimieren und gleichzeitig die Attraktivität der Geräte erhöhen, wobei das Wohl der Arbeiter und der Schutz der Umwelt vielleicht nicht immer im Vordergrund stehen. Und der Umweltbeauftragte versucht, den Herstellungsprozess zu optimieren. Das besteht zu einem großen Teil aus Plastik, zum Beispiel die Hülle. Dann ist noch Glas dabei für das Display. Erdkalimetalle, Gold, Eisen, nein, nicht Eisen, Kupfer, Platin. Platin ist da drin. Bei der Betrachtung des Lebenszyklus eines Handys erfahren wir besonders viel über den Zusammenhang zwischen Umwelt und Wirtschaft. So belasten zum Beispiel der Abbau von Metallen wie Kupfer und Kobalt, die zum Handybau benötigt werden, durch Wälderrodung und Wasserverschmutzung die Lebensräume der Einwohner in den jeweiligen Gebieten. Bei dem Planspiel haben wir verschiedene Rollen eingenommen und zu jeder Rolle gehören unterschiedliche Positionen. I think it's important that our company produces smartphones without ruining the environment. I'm sure that the consumers will appreciate it. Nun geht es darum, die Position der verschiedenen Beteiligten zusammenzufügen und zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen. Die Schüler unserer Partnerschule haben andere Rollen als wir vorbereitet. Daher setzen wir uns nun über Skype mit den Schülern der Paddington Academy aus London virtuell an den runden Tisch und versuchen, einen strategischen Kompromiss zu finden. Die Gespräche finden natürlich auf Englisch statt. Gleich sprechen wir mit Schülern der Paddington Academy über Skype. Wie kam es zu der Idee? Also warum überhaupt? Naja, es ist ja schon was Besonderes, dass ihr so ein Planspiel oder eben auch so ein Strategiespiel mit einer Klasse durchführen könnt, die einmal eine ganz andere Sprache spricht. Also einmal kommuniziert ihr ja dann auf Englisch. Und das Zweite ist, dass ihr auch mal so ein bisschen Einblick bekommt, wie vielleicht die Argumente auch anders sind. Und deswegen wollten wir ganz gerne das pilotieren, dass so ein Projekt auch mal über die Grenzen, in dem Fall des Ärmelkanals, hinweggeht und ihr so ein bisschen einen Einblick in den Kulturkreis auch bekommt. As an example to safeguard the resources. So let me get this straight. You would like to know how you can safeguard the resources from that country? Yes, that's true. Ich stehe hier mit Frau Winkler, die das Projekt betreut. Frau Winkler, wie ist es zu dieser Idee gekommen? Die Idee ist generell davon ausgegangen, dass wir im Rahmen der UNESCO-Aktionswoche, die also wirklich global ausgerufen wurde, diesen Skype-Call organisiert haben, gemeinsam mit eurer Lehrerin Frau Weilbacher auch. Und letzten Endes sollte eigentlich das Ziel dabei sein, dass ihr euch mal ein bisschen mehr auch mit einer anderen Klasse eben aus einem anderen Land auch austauscht zu einem bestimmten Thema. Und was sind die Ziele des Projektes? Ziel, wie das Thema von dem ganzen Projekt auch schon war, oder von diesem, naja, man kann sagen, von diesem Unterrichtsmodul, war, dass ihr ein bisschen besseren Einblick in das nachhaltige Wirtschaften bekommt, dass ihr lernt, dass nachhaltiges Wirtschaften darauf basiert, dass ihr Kompromisse macht, aber eben auch seht, wie vertrete ich meine eigene Meinung. Kurzfristig würde ich vorschlagen, dass wir eine Aktion starten könnten, wie bei H&M zum Beispiel, dass man die alten Sachen, alten Handys in dem Fall, wieder zurückgibt, ohne Preis. Oder wenn es mehr Kunden anlockt, dann können wir auch gerne einen niedrigen Preis angeben. Aber ich denke, das reicht auch einfach alte Klamotten, die einem zu klein sind oder die nicht mehr gut aussehen, dass, ich meine, alte Handys, dass die zurückgegeben werden und wir somit ja das ganze Handy haben und auch die Rohstoffe, die enthalten sind. Und die kann man dann ja wieder gewinnen und wieder benutzen. Das Projekt ist nun beendet. Wie hat es euch denn gefallen? Ja, also ich fand es ganz cool, weil es war mal eine andere Form von Unterricht. Okay, wer will noch was sagen?
Mir hat das Projekt auch gut gefallen, da wir mit einer anderen Schule aus einem anderen Land zusammenarbeiten konnten und uns austauschen konnten. Was nehmt ihr von dem Projekt mit nach Hause? Ich nehme mit nach Hause, dass wir schon bei der Herstellung der Geräte aufpassen sollten, wie sie hergestellt worden sind oder wer sie hergestellt hat. Also wenn zum Beispiel Kinder dieses Produkt hergestellt haben, dann sollten wir es lieber nicht kaufen. Das ist eine gute Einstellung. Wie siehst du das? Und ja, also ich bin auch der Meinung und mir wurde jetzt auch klar, dass so viele Parteien zusammenhängen von der Produktion zur Verschrottung und dass es halt über so viele Wege geht. Okay, was nimmst du mit nach Hause? Ich habe gelernt, dass eine Alternative zum Wegschmeißen des Handys auch das Recyceln ist. Okay, was nimmst du mit nach Hause? Also ich nehme mit, dass Umwelt und Wirtschaft stark miteinander verbunden sind. Ja, ich auch. Okay. Ein prima Projekt also. Auch wenn wir sehr viele Vokabeln im Englischunterricht erarbeiten mussten, es hat sich gelohnt und viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!